und willkommen zurück zu meiner zweiten Lektion, also eigentlich zu meiner ersten Lektion. Ich fange mit der Analysis heute an und ja, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich habe 13 Lektionen zur Analysis und die möchte ich gerade mal aufzählen. Die erste Lektion, also die jetzige, beschäftigt sich damit, was eine Funktion ist. Die nächste Funktion, also die nächste die nächste Lektion beschäftigt sich dann mit, welche Funktionen in der Schule betrachtet werden. Nur schöne Funktionen. Was ist der Grenzwert einer Funktion? Wobei man wissen muss, also das Grenzwert ein sehr wichtiger, also ein Grenzwert einer Folge, wobei man wissen muss, dass der Grenzwert einer der wichtigsten Begriffe in der Analysis ist. Dann, was ist der Grenzwert einer Funktion? Das ist genau dasselbe, einfach nicht eine Folge, sondern eine Funktion. Und dann, was ist die Steigung dieser Funktion? Also, wie verändert sich diese Funktion? Könnte man auch so sagen. Und dann die fünfte Lektion wird dann sein, die Differentialrechnung. Also, was ist das? Und ihre Regeln, wobei die Differentialrechnung auch einer der wichtigen Begriffe ist. Die Kunst des Differenzierens. Wie differenzieren wir? Wie kann man am besten differenzieren? Danach besprechen wir, wozu wir differenzieren, um Monotoniebereiche von Funktionen zu ermitteln sozusagen. Dann auch um Extremwerte sozusagen, sagen wir, zu ermitteln. Und ja, dann unterrichte ich etwas über Wissenswertes, über ein paar Funktionen. Und wenn wir das alles haben, sind wir bereit, Kurvendiskussionen anzustellen und wechseln dann das Thema, fangen an mit der Integralrechnung und fangen an, Flächen unter einem Graphen zu berechnen. Dann verknüpfen wir diese beiden Themen und definieren den Hauptsatz, welcher diese beiden Themen verknüpft, woraus sofort Stammfunktionen folgen. Und ja, dann gucken wir noch kurz auf die Erweiterung der Integralrechnung zur Berechnung zum Beispiel Volumina. Also, die Abhängigkeiten, die in der Analysis untersucht werden, werden durch Funktionen beschrieben. Häufig wird der Buchstabe klein f oder ein anderer kleingeschriebener Buchstabe verwendet. Als Name einer Funktion natürlich. Was heißt, dass es f eine Funktion ist? Das ist ganz einfach. Zu ihrer Beschreibung braucht es eine Menge von Objekten. Nämlich die Menge derjenigen Objekte, die für eine Zuordnung, das heißt eine Abhängigkeit, ins Auge gefasst wird. Mengen werden im Allgemeinen wie folgt geschrieben. Links groß M, welcher der Name der Menge ist. Dann kommt so ein Definitionszeichen, wie ich es nenne, also Doppelpunkt gleich, was besagt, dass das, was links von diesem Doppelpunkt durch das definiert ist, wird, was rechts von der Gleichheitszeichen steht, wobei der Doppelpunkt häufig weggelassen wird. Dann kommen zwei Mengenklammern, welche Anfang und Ende der Menge beschreiben. Dazwischen sind drei Punkte, welche die Beschreibung ihrer Elemente sozusagen übernehmen durch Aufzählung, Worte und mathematische Symbole, wie zum Beispiel eine endliche Menge ist 1, 2, 3, also schreibt man dann so. Ach, das ist jetzt ein bisschen, Moment, das ist blöd, das ist Quatsch. Die Mengenklammer einfach so, 1,2 und so weiter. Oder R wäre dann dasselbe, einfach mit Punkten, also N. N, die alle natürlichen Zahlen, oder R würde man dann in die Mengenklammern schreiben, die Menge der reellen Zahlen. Also, ist klein m in m enthalten, so schreibt man m aus m und sagt, m ist Element von m. Die Beschreibung einer Funktion beginnt also damit, dass eine Menge angeführt wird, deren Elemente die der Funktion Bilder zuordnet, sodass die Elemente der Menge zusammen mit den zugeordneten Bildern die Abhängigkeit beschreiben, die man wiedergeben will. Diese Menge heißt Definitionsmenge oder Definitionsbereich der Funktion f und wird häufig mit d bezeichnet. Die Objekte von d ergeben sich aus der Abhängigkeit mit der man sich beschäftigt, meist ohne Schwierigkeiten. D ist also von Funktion zu Funktion verschieden. Daher wird statt dem Namen d für die Menge der betrachteten Objekte meist dann genauer d von f benutzt, der auf die Funktion verweist. Also so etwas. Man kann davon ausgehen, dass die Objekte, die betrachtet werden, nummeriert oder gemessen werden können.
Beim Sonnenaufgang könnte man die Tage des Jahres durchnummerieren. Bei der Durchschnittsgeschwindigkeit könnte man mit km/h messen und sich zum Beispiel von 0 bis 250 beschränken, wenn es sich um Autos handelt. Die Menge, auf der eine Funktion lebt, kann also für unsere Zwecke einfach als Teilmenge d der reellen Zahlen angesehen werden. Man schreibt d aus r. Dieses Zeichen, welches ich gerade eingekreist habe, heißt Inklusion und besagt, dass das, was links da steht, dass also eine Teilmenge von dem, was rechts steht, also dass df eine Teilmenge aus r ist. Man sagt, f ist in x aus d, beziehungsweise auf d definiert. Achtung, aus, also nicht also dieses Zeichen, aus bezieht sich auf Elemente von d. Inklusion allerdings bezieht sich auf Teilmengen von d. Also, f ordnet nun jedem Element x aus d ein, und zwar ein einziges Bild zu, das gemeinhin mit f von x bezeichnet wird und Funktionswert von f in x heißt. Ein Kalender wäre unglaubwürdig, wenn er zwei Daten oder einem Datum zwei Sonnenaufgangszeiten angeben würde. Die übliche Schreibweise für die Zuordnung ist x nach fx, also das, was ich gerade einkreise. Die Bilder, die durch, also das, was durch den Definitionsbereich gilt, wird auch für die Mengen der den Objekten durch f zugeordneten Bildern die Wertemenge angenommen. Sie wird mit wf bezeichnet und ist ebenfalls aus r. Wf ist so definiert, dass so alle f von x, wenn x durch den eben Definitionsbereich ist. Die Bilder, die durch wf gesammelt werden, heißen oft Funktionswerte von f. Wf wird in der Oberstufe ebenfalls als Teilmenge der reellen Zahlen angesehen. Achtung, jedes Bild und jeder Funktionswert ist eine Zahl. Was den Sonnenaufgang betrifft, könnte man zum Beispiel nummerieren von 0 bis 86.400, was die Zahl der Sekunden an einem Tag ist. Oder man könnte das einfacher machen und sagen, wenn ich den Definitionsbereich habe, kann ich ja gleich durch die Funktion f, also was in dem Fall der Kalender wäre, könnte ich gleich die Wertemenge sozusagen ermitteln und muss nur den Definitionsbereich angeben. Dies wird auch oft gemacht. Man schreibt, also, aber wenn man das tut, dann landet man immer in den reellen Zahlen und schreibt, df geht nach r. Also das schreibe ich hier mal hin, sowas. Df geht, Pfeilchen, Ordnung ohne Strich, nicht wie hier oben. Das hat eine andere Bedeutung, nach r. Dies soll ausdrücken, dass jedem Element x aus df genau ein Element fx aus r zugeordnet wird. Achtung, wie ich schon angedeutet habe, Pfeilchen ohne Strich, also dieses hier, hat eine andere Bedeutung als dieses oben Pfeilchen, also mit Strich. Das Pfeilchen ohne Strich drückt aus, auf welcher Menge f definiert ist, nämlich auf df, und in welcher Menge die Funktionswerte von f wiegen, nämlich in r. Links von aber Pfeil mit Strich befindet sich eine Stelle x, das heißt das Element des Definitionsbereiches, und rechts ein y, also der zugehörige Funktionswert, auch f von x genannt. Die Wertemenge wf ist für uns also immer eine Teilmenge der reellen Zahlen. Und nochmals, während jedes fx eine Zahl ist, besteht die Funktion f dagegen aus Paaren reeller Zahlen, nämlich den Elementen x aus d gleich d, also df, und ihren Bildern, fx unter der Zuordnung f. Während fx eine Zahl ist, ist f etwas ganz anderes, nämlich die Angabe eines Definitionsbereiches df und von Zahlenpaaren x und fx, wodurch die Zuordnung eindeutig gegeben ist. Die Menge dieser Paare lässt sich in zweidimensionalen Koordinatensystemen hinzeichnen. Es wird jeweils eine Zahl aus d die x-Koordinate auf der x-Achse abgetragen und dann ihr Bild fx, also y, an der y-Achse. Das habe ich hier mal für euch hingemalt. Das ist das Koordinatensystem. Und die y-Achse wird als Ordinate bezeichnet und die x-Achse als Abszisse. Alle solche Punkte x, fx in der xy-Ebene beschreiben daher zusammengenommen die Funktion f, wenn x im Definitionsbereich df durchläuft und y eben wf. Für die Funktion f wird daher häufig y gleich wie f von x geschrieben, was darauf hinweist, dass jeder, also ich schreibe das mal
kurz hin. Y. Es soll ein Y sein. Ich weiß, ich schreibe nicht ganz sauber. Gleich F, X. Also, ja. Was darauf hinweist, dass jeder Zahl X aus der X-Achse, wenn X zum Definitionsbereich F gehört, eine Zahl Y auf der Y-Achse zugeordnet wird. Nämlich das Bild Fx von X unter F. Also, ja, einfach das Bild Fx. Diese Schreibweise ist zunächst suggestiv. Die rechte Seite fordert dazu auf, die Zuordnung F mit den Zahlen des Definitionsbereichs zu bedienen und die Y-Werte, das heißt die zugehörigen Bilder, zu erhalten. Man sagt, X ist die unabhängige Variable, weil man sie frei wählen kann, und Y, die sich durch F ergibt, die abhängige Variable von X. Eine Variable ist nichts anderes als ein Pot, in den Zahlen eingefügt werden können. Also kann man sagen, y gleich fx ist die Gleichung des Graphen, womit gemeint ist, dass die Lösungen xy der Gleichung y gleich fx gerade die Punktepaare des Graphen sind. Im günstigen Falle lässt sich der Graph der Funktion f als schöne Kurve zeichnen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch den Graph von y gleich x², der aus den Punkten x und x² besteht, kennt. Auf der Abszisse wird der Definitionsbereich von f markiert. Also wenn ich jetzt, kann man so sagen, hier 2, wenn ich jetzt hier hochgehe, das punktiere ich mal, und dann wird auf der Ordinate der Funktionswert abgetragen. Das hier wäre jetzt der Punkt, welchen ich treffe. Und wenn ich nach links gehe, kriege ich dann 4. Man kann das oft mit einem einzigen Strich, also ja, zeichnen. Gut, das war's eigentlich zu den Funktionen, und wir sehen uns dann bei der nächsten Lektion und schauen uns konkrete Funktionen an. Tschüss und ja, wir sehen uns.